Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Elex. So, sage ich irgendwie jedes Mal dieses so am Anfang, das gefällt mir nicht. Was mir auch nicht gefällt, ist dieser Haufen Alps. Dieses Fenster echt gegen Einsteigen gesichert mit irgendeiner Sprengfalle. Mal dein Ding schön. Wie blöd. Ich suche immer noch irgendwie den strategischen Punkt, wo ich das Ganze hier ansetzen kann. Das ist ja. Ach, ich habe keine Mühe mehr. Juhu, einer weniger. Was jetzt noch nicht so wahnsinnig viel bedeutet. Ist aber keine Schlafgelegenheit oder sowas. Futter. Schön. Machtstoß, noch hast du uns fähige CPU. Dann habe ich ja theoretisch erstmal, was ich wollte. Dann, ja, dann. Nehmen wir auch noch das Klebeband mit.
Metallschrott rausnehmen. Das bleibt nicht ungestraft. Herunterlaufen. Jimmy. Habe ich das Ding hier schon oder habe ich es nicht? Ich hab schon. Ja, wo laufe ich hier jetzt raus, um wegzukommen? Hier hinten schon mal nicht. Ich will einfach nur die Beine in die Hand nehmen. Ich bin für den Kampf mit denen immer noch zu schwach gerüstet. Kann ich raus? Der Mülleimer war mal nicht drin, aber wir müssen hier sowieso nochmal vorbei. So. Schwupp dich, sind wir wieder hier oben. So. Da, wo die Folge angefangen hat, aber es ist noch nicht beendet. So. Wegen der Elektroteile. Wegen der Elektroteile? Ja? Hier ist eine hochleistungsfähige CPU. Wunderbar, dass uns diese Technik aus der alten Welt nicht verloren gegangen ist. Wusstest du, dass der Computer erst vor mehreren hundert Jahren von den ersten Menschen erfunden worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh ja, und sie waren elektromechanisch und äußerst störanfällig. Woher kommt dein Interesse an der Technik? Ich finde den Ursprung der technischen Entwicklung seit jeher faszinierend. Das muss wohl daran liegen, dass die Kleriker einen besonderen Bezug zu den Maschinen haben. Wir bauen erstaunliche Kampfmaschinen und hervorragende Laserwaffen. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Wenn es von den ersten Menschen kam, was sind wir jetzt? Die zweiten Menschen, die dritten Menschen oder was? Nee. So, das heißt, schau mal auf die Karte, das andere... Ich bin Ignadon, wenn ich das richtig... Das war eine Ecke, in der ich noch nicht war. Ja, das heißt, wir teleportieren uns zum Ort und gehen dann hinunter. Kampfklos von den Klerikern. Eine gute Reise noch. Ja, danke dir. Liegt da was oder tut das nur so? Ach, das tut nur so. Blödes Sonnenlicht. Ich hoffe, dass ich unterwegs noch auf ein Lager treffe, den ich nicht auslagern kann. Eigentlich lieber bevor ich auf sowas da drüben treffe. Ja.
Ich hab geblockt. Kackviech. Es ist nicht schön, hier am laufenden Band zu sterben. Das... da oben war diese Autofutze, da drüben ist noch ein anderer. So ein Viech. Schauen wir mal, ob wir da oben irgendwo ein Rastplätzchen finden. Ne, Shorty? Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Ich will eigentlich auch nur deinen Schlafsack haben. So, das ist doch gleich viel besser. Wenn du nicht handelst, dann nehme ich mir halt einfach alles. Wie bin ich ein Outlaw? So, ich bin bei Goldbrocken einfach rum. Was hier teilweise einfach so alles rumliegt. Lohnt sich doch auf jeden Fall hier mal durchzuschauen. Und nun ein Scheinwerfer. Fleisch, Garten, ein Bekehrer. In anderen Spielen heißt das Ding auch Meinungsverstärker. Dieser Bekehrer 1. Den kann ich hernehmen. Das Regentenschwert wäre danach noch besser und die Zahnaxt auch. Auch die Zahnaxt wäre am besten. Dann brauchen wir 37 Konstitutionen. Da brauchen wir etwas mehr Geschicklichkeit. Gut, das heißt, ich muss das Ding hier nicht lange nehmen. Giftresistenz. So, komm, genug gesammelt. Geh mal weiter gucken. Aber jeder Punkt in Damage, den ich jetzt mehr austeile, hilft mir ganz enorm weiter. Besonders wenn da drüben so Scheißviecher rumlaufen. Hau dem Vieh mal ordentlich auf der Mütze. So also wie er sich verhält, ist das... Ah, au, 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 au.
Aua, aua! Wollte ich gerade sagen, nicht unbedingt der schwerste Gegner, aber... Dann tötet er mich. Weil ich mich dumm angestellt habe. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ich sterbe viel zu häufig hier in den Folgen. Muss man mal sagen, wie es ist. Ich sterbe definitiv zu oft. Brüllen, sterben, leg dich hin. Das ist meine Meinung und ich habe hier eine Meinungsverstärkung. So, du bist bekehrt. So wie du da stehst, schaust du auch gut aus. Puh. Wir müssen mal wieder Fleisch grillen. Die hätte ich so nicht gesehen, aber gut, dass da dieser große rote Wirbel ist. Ja, das da unten ist auch ein guter. Da drüben! Ich wusste nicht, dass Elex einen Horn. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Nein. Ja, doch, nein, du willst dahin. Mann. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Elex hier ein Horror-Game ist mit Scare-Jump-Elementen. Da war ich jetzt ja so gar nicht drauf vorbereitet. Fürchterlich. Ich mir sicher bin, ob wir dahin wollen. Du hast rumgeheult, du willst dahin. Also du willst was von da haben. Ach nö. Da kommt wieder was aus dem Boden gesprüngt. Das ist ja jetzt hier das absolute Gemetzel. Und vermutlich bin ich am Schluss wieder derjenige, der drauf geht bei der ganzen Aktion. Nein, nein, lass das. Boah, das sind das viele. Falk, wir gehen. Lass die Kackviecher in Ruhe, die sind scheiße. Ja, ich will gehen. Falk. Wie du willst. Falk, lass das Vieh in Ruhe.
So, hier ist doch aber relativ schön. Könnte man beinahe meinen. Git, der Ameise. Ich kann jetzt nicht wieder stehen. Ich muss da rüber gehen. Das ist zwar überhaupt nicht die Richtung, in die ich gehen soll, aber... Komm, jetzt gibt's Gruppenkeile hier. So. Von vorne und von hinten hier, gnadenlos gegangbankt. Dunkel? Schnappes, das Licht macht sich wirklich viel besser. Oh. Da liegen noch viel mehr rum. Der nimmt einen Apfel. So, da ist nichts. Noch ein Schnappes. Da liegt ein Apfel. Okay, den nimmt er nicht. Weil er im Regal lag. Nächste Spind, schmeißen wir es denn wieder auf den Boden. Besen. Keine Ahnung, was und wie viel ich hier übersehen habe. Und das geil hier. Und dieser Tresen mit den Computertischen schaut irgendwie ein bisschen unpassend aus, aber wir würden da das Ding gleich rumholen. Zigarette und Granate. Was mich echt wundert, ist, dass ich hier noch auf keine Viecher und nichts gestoßen bin. Wie sanft ist Klopapier zwischen den Bündchen? Da hat aber jemand sein Geschäft ordentlich gemacht. Spielzeugauto.
Hat jemand sein Reisebesteck dabei gehabt? So, das ist gar nichts. Hier schaut ja relativ harmlos aus. Matratze, aber kein Lager. Stell dir vor, du hättest den Einschlag des Meteors mit eigenen Augen sehen können. Das wäre ein kurzes Schauspiel geworden. Stimmt. Aber was für eins. Naja, die es gesehen haben, die waren nicht sonderlich erfreut. Jedenfalls nicht so lange. So eine Riesenanlage und dann ist da kein Schwein, außer da unten dieses Hundeschwein. Da ist eine brennende Tonne, da müssen auch Menschen sein. Das ist doch ein Lager von irgendwem. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Findest du? Also ich habe jetzt nichts Besorgniserregendes gesehen. Also nicht wirklich. Bevor wir hier runtergegangen sind, sind wir schon komplett drüber geschwebt. Das... ganz gefährliche Gegner, Falk. Das sind Rappen, die nagen Schaltkreise an. Gut, aber wirklich was Interessantes scheint es ja auch nicht zu geben. Außer in der einen Ecke, wo ich noch nicht nachgeschaut habe. Da mit Sicherheit schon, aber hier jetzt nicht. Diese Klebebandrollen, die ausschauen, als wären sie Klebebandrollen, man kann sie nicht aufheben. Also wenn dieser Ort eins nicht ist, dann ist das besorgniserregend.
drüben hinter dem Container. Da läuft was rum. Das würde ich eher als besorgniserregend einstufen. Tja, vielleicht, dann haben wir dein Zeugs dabei. Müssen wir jetzt bloß noch irgendwo. Wieder hier wegkommen, ohne dass wir von irgendwas anderem geschlachtet werden. Dann kann ich den letzten Plempel da auch noch geben. Ja, dann komm mal her, mein Gutster. Hier kommen Elektroteile. Wegen der Elektroteile. Ja? Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Mhm. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun, ja, seltsam. Warum funktioniert das nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Ich stimme zu. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Ich habe eine neue Stufe, das ist schon mal sehr gut und vor allem auch bisher wichtig. Ja, wir werden deinen Auftrag beenden. Lass uns deinen Auftrag beenden. Gut, hier sind die Koordinaten. Falsch. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Fantastisch! Da hinten läuft eine Ratte rum. Moment. Hier. Wir geben jetzt erstmal mein Level. Für das Regenschwert brauche ich 3 Geschicklichkeit. Für die Zahnarzt brauche ich 2 Konstitutionen. Dann schauen wir doch mal, ob wir das so hinkriegen. Die 2 Konstitutionen sind mir wichtiger. Als die 3 Geschicklichkeit, die mir aber auch sehr viel bedeuten. So. Übernehmen. Dann bei den Outlaws wollte ich das Talent. Mechanische Waffen bauen. Ach, davon brauche ich noch sehr, sehr viel. Alles Mögliche, okay. Dann ist das jetzt nicht so schlimm, dass ich da nicht auf eins von den Dingern gekommen bin, weil das muss sowieso alles machen. So, da brauche ich noch Ewigkeiten. Fernkampf 2 braucht man noch wahnsinnig viel Geschicklichkeit. Schwere Waffen, wie gesagt, die will ich eigentlich gar nicht. Die Granaten wären sinnvoll. Überleben, wenn die Tiertrophäen als nächstes sind, verklauen will ich nicht. Goldschmied will ich eigentlich auch nicht. Hackerprofi brauche ich nicht. Bergbau wäre hilfreich. Und Persönlichkeit können wir nichts. Doch, Gruppe. Richtig emotional war Gerissenheit. Man braucht für so viel Gerissenheit. So, okay, wir haben einen Lernpunkt. Und wir haben erst einmal hier. Nee, Moment, nicht das Regenschwert. Abbrechen. Die Zahnaxt bringt uns ein gutes Stück weiter.
So. Nachdem uns jetzt hier die neue Waffe beschieden ist, würde ich die zwar gerne ausprobieren, mache ich aber nicht mehr heute. Weil meine Zeit ist rum, deswegen verabschiede ich mich für euch. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin raus, bis dahin. Tschüss.